Also, du möchtest gern meine Geschichte hören. Und schlau. Da muss ich dir aber gleich sagen, das dauert nicht nur 5 Minuten. Das ist schrecklich. Furchtbar. Schrecklich. Die wahre Liebe, die hat man immer nur einmal. Es war schon ein Mädchentyp. Ja, wir waren abends noch im Kino gewesen. Und einen anderen Tag wurde ich weggeholt. Hände hoch, reingezacht in das Auto, weg. Und da war die Normalität vorbei. Es hat schon erbärmlich wehgetan, dass er fort war. Also ich habe insgesamt 90 Verhöre gehabt. Er hatte sich ja nichts vorzuwerfen. Entweder du stirbst oder du lebst. An dem Tag, wo man eingesperrt wurde, war man ja kein Mensch mehr. Ich habe es auch heute noch, dass ich plötzlich in Gefangenschaft bin. Es hat sich keiner um deine wirklich leidende, blutende Seele gekümmert. Hast dich still in dein Eckchen gesetzt, hast geweint, hast gehofft. Zu Weihnachten ein Bild geschickt, gell? Oh, und da hüpft das Herz wieder. Entschuldigung, aber das bewegt mich immer wieder. So, wir filmen jetzt. Ach, mein Mann malt wieder. Aber übertreib's nicht. Die schlimme Zeit, die kam mir dann erst. Dass ich dann schreckliche Visionen habe. Wenn er was geträumt hat, dass er fühlt. Und da weiß ich, sie ist da. Sie war die erste Frau, die ich geküsst habe. Und auch der letzte. Für mich ist die Liebe was Einmaliges, was ganz Großes.